till my name's in lights. Told me not to hurt the game. I'm gonna kill that shit. Rebuild this bitch. I rebuild this shit. And this my fucking night. So, und damit bin ich nun bei einem weiteren Video auf dem VP Klarkanal. Leute, mein Name ist Kron, gönnt euch im Hintergrund einen 105er Gunstreak von unserem neuen Gameplayer-Spieler Bits. Leute, gönnt euch auf jeden Fall richtig krasser Spielt auf der Map Fringe mit der VMP. Seine Gameplays sind auf jeden Fall mega ansehnlich, Leute. Falls ihr Bock auf mehr von ihm habt, könnt ihr natürlich in der Videobeschreibung nachgucken. Da ist ein Link zu ihm. Und falls ihr euch meine Stimme geben wollt, könnt ihr natürlich das auch tun. Mein Link ist natürlich ebenso drinne. Und falls ihr neu auf diesem Klarkanal seid, könnt ihr natürlich ein Like und ein Abo da lassen. Da das letzte Video bei euch gut angekommen ist, dachte ich mir, mache ich mal heute wieder eine neue Episode COD News, beziehungsweise, was heißt neue Episode? Lasst uns einfach über das neue COD reden. Und zwar ist kurz nachdem ich das Video gemacht hatte, ein Trailer von Empire gekommen, die Map, die ich auf jeden Fall am meisten mochte von den ganzen DLC-Pack. Ich finde, die ist auch immer noch ultra geil. Ich schneide euch mal ein bisschen Material in den Hintergrund, damit ihr was sehen könnt. Auf jeden Fall richtig geile Map-Porn auf jeden Fall im Hintergrund. Ich habe ja erwähnt, dass das alles im römischen Setup sein wird. Und ja, ich habe mich nicht getäuscht, das ist alles im römischen Setup. Es sieht alles mega geil aus, mega nice. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Und ja, ich hatte Befürchtung, dass mir doch ein bisschen komisch sein würde. Aber Leute, nein, die Map sieht so richtig geil aus. Ich habe wirklich keine Befürchtung mehr. Die Map wird richtig bocken. Es wird auf jeden Fall richtig die Raid-Feelings wieder hochkommen lassen bei den meisten Spielern, denke ich einfach mal. Und ja, ich werde mich auf jeden Fall freuen, diese Map zu spielen. Um mit meinen Kumpels ein bisschen auf der Map zu suchten. Na okay, ich bin das einzige Opfer, was diese Map einen Monat später spielen kann, weil ich auf Xbox One zocke und ja. Ich bin Opfer. Einfach kurz gesagt, ich bin Opfer. Aber das ist nicht das Einzige, was rausgekommen ist, als ich das Video gemacht habe. Und zwar ist ein Infinite Warfare Singleplayer Trailer Mission Preview gekommen. Und Leute, ich habe mich gehört, Infinite Warfare sieht gar nicht so scheiße aus, wie es sein sollte oder wie es anfänglichst aussah. Es ist jetzt immer noch nicht wirklich geil, aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Singleplayer-Kampagne soll ja laut den neuesten Leaks anders sein als der Multiplayer. Der Multiplayer soll ja, weil Activision gemerkt hat, dass Zukunfts-Setup einfach scheiße ist, wieder das normale Movement kommen. Und Leute, das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich übelst feiern würde. Das würde einfach so krass dann durch die Decke gehen, dass COD, es werden sich sowieso, keine Ahnung, wie viele Millionen das Spiel kaufen. Aber ich denke mal, die meisten werden es dann nach einer Woche wieder weglegen, wenn es wirklich Future Shit wird. Weil ich glaube, die meisten haben einfach keine Lust mehr auf dieses Game. Mich eingeschlossen, ich würde dann bei Battlefield 1 hängen bleiben, weil das kommt ja, glaube ich, viel, viel früher raus. Ich glaube im August oder Oktober. Dazu schneide ich euch natürlich auch was in den Hintergrund rein. Wie gesagt, es ist halt absolut abgespaced. Ich glaube, PlayStation freut sich auch mal, dass sie ein neues Halo haben. Brumm, tsch. Sieht auf jeden Fall, beim ersten Blick sah es für mich auf jeden Fall aus wie Halo. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Keine Ahnung. Absolut abgespaced die Map, wie sie bis jetzt aussieht. Mir gefällt sie persönlich. Was heißt Map? Singleplayer-Mission. Aber mir gefällt sie persönlich schon einigermaßen. Ist auf jeden Fall besser als Advanced Warfare, obwohl ich das Game eigentlich auch mochte, beziehungsweise die Story übelst abgefeiert habe. Ohne Witz, Advanced Warfare einer der besten Stories. Ohne Scheiß jetzt. Aber der Multiplayer von Advanced Warfare hat jetzt nicht wirklich so gebockt. Es hat zwar wirklich einigermaßen Spaß gemacht, aber so nach der Zeit hat man einfach keinen Sinn mehr gesehen, dass jeder die scheiß Obsidian Steed hatte und du der einzige Opfer warst mit der 308er. Billig-Variante von der Obsidian Steed. Aber naja, das soll jetzt nicht das Thema sein. Und zwar wollten wir ja über diese Map reden. Ihr könnt in ein Jet oder ein Raumschiff steigen. Das könnt ihr dann frei steuern. Das soll nicht mal auf Rails liegen wie in Black Ops 2, die Mission, wo ihr den Jet gesteuert habt. Es soll wirklich so sein, dass ihr like Star Wars einfach rumcruisen könnt, jeden Feind wegschießen könnt. Und Leute, das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich übelst feiern würde, weil, keine Ahnung, gab es halt bis jetzt noch nicht so wirklich in COD. Und an sich vom Aussehen, die Grafik bockt mega so auf den ersten Blick, was aber nicht heißen muss, dass die Grafik dann letztendlich gut wird. Auf jeden Fall sieht alles, was an Advanced Warfare bis jetzt gezeigt worden ist, einigermaßen gut aus, bis auf, naja, der erste Trailer hat jetzt immer noch über 2,5 Millionen. Auf jeden Fall hat er eine Menge Dislikes und ich denke mal, das haben sie auf jeden Fall besser gemacht, aber ohne Scheiß, ich habe versucht, mir das Video anzugucken auf YouTube von dem Ding,
dieses offizielle, das von PlayStation 4, aber ich konnte nicht draufklicken. Da stand einfach wirklich dieses, der Videoinhalt wurde von den Nutzern als unangebracht empfunden. Leute, wie viele haben die Scheiße denn gemeldet? Ohne Witz, wie viele? Ich musste mir dann auf jeden Fall ein anderes Video rauspicken, wovon ich euch dann das Gameplay-Material zeigen kann. Ich hoffe, da sind keine Sachen drin, die dann belegen können, dass es von einem anderen YouTuber ist, aber naja, was sollen wir machen? Ihr wollt das sehen, ich wollte das auch sehen, von daher, ja. Wie gesagt, es sieht bis jetzt wirklich ziemlich fresh aus so an sich. Ich werde es auch ein bisschen cutten. Mein Fazit dazu ist allerdings, dass ich mich jetzt nicht wirklich overhypen lasse von diesen Raumschiffen, weil letztendlich könnte es einfach doch die Scheiße werden, die wir alle im Trailer befürchtet haben. Hoffentlich wird es nicht so, weil das wäre mega sad für Call of Duty, dann würde Call of Duty, glaube ich, naja, sagen wir, die linke Hälfte des Körpers verlieren. Ja doch, so kann man es sagen. Weil Battlefield 1 macht es, glaube ich, ultra schwer für Call of Duty, die Fans zu überzeugen, dass das Spiel wirklich gut ist. Es werden, glaube ich, sowieso keine Ahnung, viele Randoms kaufen, die dann einfach sagen, ja, ist mein erstes COD, mag ich, ne? Ist halt genauso Ghost, die Personen, die das auch als allererstes gespielt haben, finden das ja auch geil. Ich persönlich finde es jetzt auch nicht scheiße, aber naja, es hätte schon besser sein können. Was ist eure Meinung zum Gameplay-Material, was uns Activision da zur Verfügung gestellt hat? Und was ist eure Meinung zu Empire? Das würde mich am meisten interessieren, weil Empire ohne Witz, die Map sieht so krass aus. Wie gesagt, falls ihr neu auf diesem Kanal seid, könnt ihr natürlich ein Like und ein Abo da lassen. Würde unsere Reichweite auf jeden Fall steigern und ihr verpasst kein Video mehr von uns. Wir versuchen auf jeden Fall, die Views wieder hochzukriegen, Leute. Uploadplan steht fest, wir werden es auf jeden Fall durchziehen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich ein Like da lassen und ja, ich bin damit raus, Leute. Tschüss, das soll es jetzt auch für heute erstmal gewesen sein, weil ich muss das Video noch ändern. Ich habe nicht mal so viel Zeit, aber wie gesagt, tschüss.